Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video in der Hyperpremiere. Und wie ihr im Titel lesen konntet, ja, habe ich gestern den Expertenrang erreichen können, habe jetzt das Set leider nicht parat und es ist auch nicht das Team, das ihr jetzt hier seht, sondern, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das Glurak im Lead, gefolgt von Barrikadax und Vuldona. War an sich ein gutes Team, aber habe dann, glaube ich, leider zuletzt ein 1-4 kassiert und musste dann irgendwie nachjustieren. Und ja, ihr seht es jetzt, habe jetzt Tektas im Lead sowie Glurak und Libeltra in der Backline. Ich muss sagen, Libeltra ist nicht so schlecht, also ist schon sehr interessant mit dem Brandsand. Also da kann man schon gut Schaden austeilen. Und heute Abend endet ja auch, wenn ich das richtig sehe, die Hyperprimär. Und muss sagen, war eine gute Liga, hat Bock gemacht. Ich glaube, es geht dann weiter mit Dschungelcup. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann ist. In dem Sinne, erstmal jetzt nochmal hier reinschwitzen und ja, let's go. Ich habe eigentlich zumindest immer ein Pokémon mit, das Konter kann. Aber ja, schau mal, ob es auch ohne klappt. Das ist an sich ein guter Lead, denke ich. Gucken, was du machst. Okay, erstmal gar nichts. Geht's auf die Drachenklaue. Die lasse ich erstmal durch. Ich überlege gerade, was ich konkret machen soll. Ich gehe, glaube ich, auf Aqua-Durchstoß. Hole mir schon mal ein Schild ab. Hast leider schon guten Schaden hier auf meinen Tektas gebracht. Aber ja, schauen wir. Ist jetzt bei einem Flügelschlag. Ja, kriegen ein Schild. Gehen jetzt unser eigenes Glurak. Und das Schilden hier, vermutlich die Lohe, ja, beziehungsweise der Drachenklaue eher, aber ich schütte dennoch rein. Okay, das war wichtig. Und jetzt im Gleichen auf die Drachenklaue, den wir leider verlieren. Aber ja, nee, ich schild rein. Ich dachte vielleicht, wir gewinnen den, weil ich habe jetzt auch nicht so viel, ja, Angriff. Aber ich glaube, wir können hier mit einem Undercharge eventuell ein bisschen was machen. Okay, ja gut. War jetzt nicht optimal. Du konntest schon raus. Okay, interessant. Ich gehe auf den... Ja, genau. Ich gehe jetzt wahrscheinlich direkt auf Eissturm. Ich gehe jetzt auf die Drachenklaue erst und dann Lohe-Kanonade. Weil ich, glaube ich, nicht beides hätte hinbekommen können. Genau. So, und jetzt... Ja... War jetzt auch nicht gut gespielt irgendwie, also, aber ich spiele das Team jetzt zum ersten Mal. Entsprechend müssen wir erstmal gucken. So, und jetzt haben wir leider keine Schutzschilde mehr. So, und jetzt kann ich mir vielleicht Energie holen mit Libeltra. Obwohl, ich gehe einfach in Tektas besser. Weil ich glaube, das könnte auch ein guter Dunkelklauen-Farmdown werden. Aber ja, dein Glurak ist leider noch am Leben. Also habe ich ein bisschen, ja, das mit der Wechselung ein bisschen verhauen. Da kannst du potenziell noch abfangen. Das ist das Problem. Aber mal gucken, was ganz hinten ist. Oh ja, nicht gut. Wobei, ja. Ich meine, ich hätte eventuell direkt in Libeltra gehen sollen. Okay. Das ist die Sache. Wegen Abfangen. Ja, und Libeltra hält jetzt auch nicht so viel aus. Also, ja, wir schauen mal weiter. Ja. Dann bleibt, glaube ich, einfach drin. Ich gehe auf die Drachenklaue. Auf den Köder sozusagen. Könnte es den riechen. Schauen mal weiter. Okay. So, und jetzt haben wir kaum noch KP. Das heißt, du musst... Obwohl, ich glaube, das überlebe ich gar nicht mehr. Oder? Nee. Ich muss da direkt einsetzen, ja. Ich muss da, glaube ich, direkt einsetzen hier. Habe ich leider verspielt, aber nehme ich mit die Erfahrung und mal gucken, was man dennoch machen kann. Ja. Oh, Moment. Okay. Ich glaube, die reicht nicht ganz. Ich glaube, die reicht nicht ganz. Ich hoffe es natürlich, aber... Und... Okay. Boah, enges Match. Auf jeden Fall GG an den Gegner, beziehungsweise die Gegnerin. Und ja, wenn so ein Glurak reinkommt, muss man erstmal gucken, also beziehungsweise überlegen, was man da macht. Entsprechend war das schon ein guter Move, so wieder Quappo, vielleicht wieder ein Glurak, mal gucken. Okay, diesmal nicht. Könnte es abfangen, ich weiß, ja. Hier schon mal auf Aero-Ass, setzt hier direkt den Eissturm ein, okay, macht Sinn. Ich muss mich hier direkt abschwächen, okay. Soll ich drin bleiben? Ihr wisst was, ich gehe einfach in Glurak. Um irgendwas rauszulocken. Ich will jetzt hier nicht abgeschwächt im Matchup sein. Ja.
5. Schild einfach. Okay, ich gehe auf Lure-Kanonade. Ich dachte, du gehst auf Eisturm, du gehst hier auf Siedewasser wahrscheinlich. Ich gehe jetzt direkt auf die Lure. Die sollte vielleicht sogar finishen, weil du auch ein Krypto bist. Also müssten wir schon. Okay, perfekt. Das war sehr. Let's go. Ich wollte eigentlich ursprünglich schilden und runterfarmen, aber. Ja, ich meine. Lura kann, ihr habt es gesehen, kann schon gut austeilen. So, jetzt wird es problematisch. Ich gehe in. Ja, sehr riskant. Sehr riskant. Ist, glaube ich, auch nicht kein guter Move, aber ich mache es jetzt einfach. Denn wenn du irgendwie ein Landton hinten hast, habe ich jetzt ein Problem, aber. Ich hätte auch drin bleiben können. Zugegebenermaßen. Hätte ich machen können. Und. Ja, ich würde gerne noch ein Schild haben. Deswegen überlebe ich noch ein paar Feuer und dann würde ich jetzt noch ausholen. Um zu gucken, was du machst. Okay, fängst nicht ab. Aber ja. Ich habe jetzt sozusagen das Libeltra weggeschmissen. Kriegen eventuell ein Schild. Ja, das Team ist nicht so gut gegen Dragoran im Lead, merke ich gerade. Und ich habe schon erwähnt, hinten Landturm, ich kann eigentlich rausgehen. Oder Stolos oder so. Ich gehe in Glurak. Ich setze nicht im Gleichstand ein. Oder ja, hätte ich auch gar nicht machen können. So, und jetzt öffnen sich für dich Abfangpotenzial. Oder Abfangversuche, besser gesagt. Oh, du hast schon so viel Energie. Nee, ich hab mich komplett verzählt. Sorry, ich habe mich verzählt. Ich dachte, du wärst noch bei... Ja, nee, ist auch immer gut, wenn man nicht direkt einsetzt, weil dann kann man unter Umständen... Ja, nee, wirklich starkes Team. Das Team leider ein bisschen schwach gegen Dragoran im, ja, Lead oder generell. Und die Belter gegen Landon wäre geil gewesen, aber... Ja, ich wusste nicht, wie ich das machen soll. So, das sieht gut aus. Okay. Das ist nicht geil. Ich gehe schon mal hier auf den Aqua-Durchstoß. Ich gehe, glaube ich, einfach in Libeltra, weil, ja, wobei, wenn du einen Landon hinten hast. Das ist leider uncool hier. Und du hast ja noch Aeroass. Ich gehe, glaube ich, einfach in Glurak. Dann siehst du leider mein zweites Pokémon, aber. Ich meine, du gehst nicht auf Aeroass. Die sieht eigentlich nicht gut aus hier, leider. Ich lasse mich, glaube ich, einfach drauf gehen. Grifeldes, ungemütlich. Weil ich auch keinen Plan habe, was ich machen soll, leider. Könnte natürlich rausgehen, aber ja, was habe ich davon? Weiß ich gerade auch nicht genau. Ich lasse mich, glaube ich, einfach drauf gehen. Und ja, das wirst du auch noch überleben, leider. Hast dann massig Energie, die ich dann ja auch respektieren müsste wahrscheinlich. Ja, sieht's aus. Nee, also gefällt es OP. Muss ich nochmal was überlegen. Also wenn ihr irgendeinen Vorschlag habt, wobei ja Hyperprimär endet ja heute Abend. Nee, dann muss er nochmal gucken. So, und jetzt soll ich Finsteraura schilden. Die macht viel Schaden gegen so ein Krypto-Glurak. Und ja, komm, ich schild einmal rein. Auch wenn es Aeroass ist, und hier ein bisschen die KP aufheben. Okay, die dicke Attacke. So, was kommt jetzt rein? Landturm oder so vielleicht? Okay, ja. Leider hätte ich den Wechsel hier gebraucht. Moment, du bleibst drin. Okay. Ja, nee, aber den Wechsel hätte ich bestens gebrauchen können. Die Frage, hätte man sicherlich machen können, aber weiß gar nicht. Okay, Angriffssenkung. Das ist wichtig. Könntest Ice Heap haben, aber ich brauche, glaube ich, einen Schild noch. Und Nachthieb, okay. 8, 9. Wir gehen auf den Brandsand wieder. Bis jetzt beim nächsten Nachthieb. Ungeschmeidig, aber ich werde es nochmal fertig spielen hier. Okay. Wir kriegen noch einen Nachthieb ab, aber der wird kaum Schaden machen. Das Gute, Voltwechsel resistiert, also kannst mich nicht ohne weiteres runterfarmen. Das müsstest du eigentlich respektieren, also wenn du den Bait jetzt riechst, dann hast du wirklich absolut umso mehr den Sieg verdient. Aber den solltest du eigentlich, okay, ja. Ich habe nicht mal eingesetzt.
kriegen wir zweimal Lua-Kanonade hin. Ich hätte vielleicht nochmal einsetzen sollen, merke ich gerade. 6. Ich muss, glaube ich, noch einmal baiten. Aber ich glaube, selbst dann wird's nix. Wegbereiter. Okay, das war sehr clever. Das war extrem clever. Ich bait nochmal rein, aber ja, hochriskant. Vielleicht hätte ich einfach nur, ja, ich hätte, glaube ich, einfach direkt auf Lua gehen müssen. Okay. Ja, einfach, das war einfach nur Luck. Also, ist immer 50-50. Und, boah, Ampharos mit Wegbereiter, das ist eine tickende Zeitbombe, aber wirklich starkes Team vom Gegner. Ich glaube, ich hätte rückblickend gar nicht baiten müssen, weil der Gegner hat ja nochmal ausgeholt und hätte ich eigentlich zweimal Lua geschafft. Dementsprechend, ja, war das eher ein riskanter Move, aber war mir jetzt mit den Counts nicht ganz, ja, genau sicher. Okay. Ich glaube, wir sind hier gar nicht so schlecht aufgehoben im Grunde. Du könntest natürlich Knirsche haben und selbst die Aquabürze macht Schaden, aber wo soll ich rein? Ich weiß es nicht, ich bleibe jetzt einfach drin. Aber dann merkt man wieder Impagator. Ist ungemütlich zumindest, also. Oder das Team hat einfach keine Antwort dagegen. Aber wir sind ja immerhin eine Dunkelklaue voraus. Knirsche, okay, jetzt wird es ungemütlich. Jetzt wird leider ungemütlich. Denn jetzt kannst du auf die Haubitze gehen. Bist jetzt, glaube ich, bei 4 Rest an Dunkelklaue. Jetzt chillen wir einfach die Aqua-Bits oder. Nee, chillen wir einfach den Knirscher. Ich glaube, Alignment könnte schon wichtig werden. Kannst es leider mit Epitaph potenziell runterfarmen, aber ja. Ich glaube, das war schon nicht so unwichtig. Aber wirklich ein guter Job von Impagator. Muss man echt sagen. Okay. Das ist jetzt nicht geil. Ist jetzt leider nicht gut. Nee, habe ich, glaube ich, auch verloren. Habe ich, glaube ich, auch verloren, leider. Puh. Ich glaube, einen Ice überlebe ich gar nicht. Und ja, ich muss, glaube ich, dennoch hier, muss ich, glaube ich, hier zum Einsetzen zwingen. Und nee, da habe ich auch verloren. Also, nee, das Team hat leider einige Baustellen. Okay. 3, 4, 5. 6, 7, 8. Wirst du das respektieren? Wie viel hatte Sandama? Hatte noch ein bisschen Restenergie. Guter Schild leider. Ja, ich muss den Schubert respektieren. Nee, also GG wirklich. Und ich muss das Team nochmal anpassen, aber ist wahrscheinlich eh egal, wie schon erwähnt. Heute Abend endet der Hyperprimär Cup oder wie auch immer. 5. 6, okay, du gehst. Ja, gut, ich meine, Schild ist einfach nicht und fertig. Würde ich mal behaupten. Okay. Ist das der Eishieb sogar? Ja, könnte sein. Könnte sein. Und ja, macht sogar noch ein Stück mehr als der Nachthieb. So, ich glaube, die bellt gerade nichts mehr. Ich gehe nochmal rüber, aber ja, ich glaube, ich hatte drüben leider keine Energie groß. Und du hast hier sogar noch den Ice-Tip. Ja, also Sandama ist auch ein geiles Teil hier. Deswegen wollte ich eigentlich unbedingt irgendwie einen Quapo oder so mit haben. Aber ja, wusste jetzt nicht genau, wie ich das integrieren soll. Egal wirklich, aber ja, auf jeden Fall starke Kämpfe. Ich glaube, das war es auch soweit mit dem Set. Und ja, sagt mir gerne Bescheid, ob ihr den Dschungel Cup Edition Superliga zockt oder doch eher die ja, offene Hyperliga. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich denke mal, ich werde schon in den Dschungel Cup reingucken, weil ja, Superliga Edition Cups oder wie auch immer sind schon immer ganz cool. Natürlich, da entwickelt sich immer dann oder da tut es dann immer eine Meta rauskristallisieren. Dennoch, erstmal danke fürs Zuschauen. Euch noch viel Spaß und Erfolg bei euren Kämpfen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.